Hallo und willkommen zurück. Ja, ich glaube, ich gerade hier schon ganz weit oben und finde keine Elche. Da dachte ich mir, ha, komm, dann laufen wir mal ein bisschen weiter und ich nehme mich einfach mit. Ich wollte uns halt ein bisschen Proviant holen. Da muss ja auch nicht ständig hier mit rein, aber gut. Denn halt so. Wird euch jetzt auch nicht ärgern, denke ich mal. Aber nirgends Elche gesehen. Interessant. Sehen wir das hier auf der Karte? Nö. Aber da hinten haben wir was. So gut, gehen wir da mal hin. Aber gesagt, wir machen eine kleine Tour. Und da finden wir jetzt ein paar Tierchen. So, den kann ich wenigstens noch gucken. So, jetzt hat man hier mein Auge. Ah, juckt. Aua. Ei, 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 ei. Ah, ah. Okay. Weiter geht's. Das ist cool, wenn wir so ein, zwei Elche treffen. Weil ich glaube, im Winter haben wir ein bisschen mehr Probleme, Essen zu kriegen. Ich hätte uns da schon gut gerne eingedeckt. Oh. Das ist blöd. Hm. Das ist wirklich blöd. Ja. Oder auch nicht. Da hinten habe ich was gesehen. Dich habe ich auch gesehen. Dich auch. Ja, leck mich. Ciao. Oh, was? Oh. Rehe. Damit. Oh Gott. Also jetzt geht's mir wirklich nicht gut. Jetzt habe ich wirklich ein schlechtes Gewissen. Oh. Ah, komm, pass auf, wenn wir hier durchgehen, ne? Ah, und hier haben wir gleich noch einen. Hier ist irgendwo eine Höhle.
Wow. Nein. Hey. Ja, der Sprung. Lass es mal. Der haut ab, da haben wir einen. Das war's. Gut, den gucken wir mal. Na toll. Sonst haben wir hier nichts. Aber wisst ihr, was ich noch für ein Problem sehe? Wir müssen da wieder hoch. Da sehe ich ein kleines Problem bei uns. Oh, was ist das? Ist das eine Goldfahne? Ja, okay. Was geht? Bro, was geht? Wollen wir eine Runde lochen? Ich geh mal nach da, ne? Ich will da wieder hoch. Ciao. Muss auch ein bisschen Essen sammeln. Was? Komm nicht hinterher. Auch gut. Gut, also, das war kein Wasser hier unten. Das sah von oben aus, wäre es Wasser. Ich dachte mir, ja, kannst du eigentlich runterhüppen. Gut, dass ich es nicht getan habe. Windig ist das hier.
Sondern dass wir keine Dings bekommen haben. Keine Elche ärgert mich immer noch. Oh Gott, Alter! Oh. Mach doch sowas nicht! Weißt du, machst du keinen schönen Herbstspaziergang, dann hüpft doch so ein Kannibale aus dem Busch. Oder aus dem Blätterbusch. Oh. War das nicht die Stelle, wo wir schon waren? Jetzt bin ich verwirrt. Ja. Nicht der Weg nach Hause, oder? Nee, wir hatten ja die ganze Zeit einen Weg gehabt. Obwohl eigentlich kommen wir wirklich so wieder nach Hause. Ding. Na gut. Auch okay. Wow. Das könnte wehtun. Ich sehe trotzdem keine Elche. Ah. Genau, das ist der andere See. Doch, wir sind jetzt fast zu Hause. Hier sind immer noch keine Fische drin, ne? Ja, oder wir müssen uns vom Winter, im Winter von Ureinwohnern ernähren. Das geht ja auch.
Und wir können uns dann gleich mal anschauen, was passiert. Ah, da hinten sehen wir schon, dass wir jetzt zu Hause sind. Da fehlen Bäume. Ja gut, Essenstour war jetzt nicht so erfolgreich. Oh. Aber der Kelvin war das. Das sieht gut aus. Oh Gott, ich hoffe, es passt. Aber sieht eigentlich gut aus. Jo. Das ist gut. Wenn der Kelvin mal in Ruhe arbeiten kann, ne? Dann läuft das. Der hat uns gleich einen ganzen Fall hier hingelegt. Kelvin, Kelvin, du. Woanders in der Zeug. Moment. So. Ja. Man merkt irgendwie, unterwegs haben wir schon definitiv gemerkt, dass der Winter sich richtig schnell nähert. Komm. Hä? Hm. Das ist doof. Menno, die konntest du auch hinsetzen. Hallo? Hm. Okay, geht nicht. Schade. Vorsicht. Das sieht gut aus. Tja, gleich haben wir den Ball. Halt.
Na du? Ne, ich will ihn da. Hör doch mal auf. Nein? Ich will. Können wir es mal aufhören, da einzureißen? Noch zwei und den haben wir. Und den auf jeden Fall mal speichern. Hier. Vielleicht noch ein. So. Okay. Ja, machen wir mal, ne? Was? Das darf doch nicht sein. Du wirst tot? Nee, das ist unsere Nachtzeit. Na toll, 40 Minuten. Na, mal schauen, wie weit wir weg sind. Gut, jetzt will ich aber gerne wissen, wozu der Ball, wenn die da hochklettern können. Ach du Scheiße. Echt jetzt? Okay, gewesen haben wir den hier schon fertig. Ja gut, uns fehlt also nur noch das hier. Ja komm, das lassen wir auch erstmal. Wüsste ich jetzt eh nicht. Ach man. Ja gut, Kevin hat seine Aufgabe. Oder Kevin? Folgt mir mal.
Ah, hier. Also, Kevin. Hohe Stämme und fallen lassen. Gut. Sehr gut. Dann tschüss. Los. Gut. Ja. Das ist ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Oh, dass ich die Axt nicht reinmachen kann, ne? Das ist auch ärgerlich. Ne? Dann war das. Energie wir schon. Dieses komische Büschelding. Auch mit Bärchen, okay. Okay. Halt. Ja, Leute, nee, also ich will jetzt eigentlich echt den Ball. Obwohl. Eigentlich wurscht, weil Kevin macht ja Kevin. Kevin macht ja eh sein Ding. Pfeile. Ja. Okay, Pfeile voll. Und ich hoffe, jetzt finden wir mal hier ein paar Tierchen. Also, was anderes als das, aber gerade lang geflogen ist. Wir haben auch ein Pech, ne? Die. Ja, falls wir was Lustiges in der Nähe haben. Was war das denn? Ist das dahinter oder hier unten irgendwo? Auch hier was im Kram, ne? Ja. Ach komm, wir gehen da mal zur Höhle.
Oder zum Ausrufezeichen, was ihr sagt. Oh, Entschuldigung. Ja. Hier mich auf. Oh Gott. Okay, also ich bin jetzt auf jeden Fall wach. Ist das kein Elch? Aber was zum Essen. Granaten. Papierzielscheibe, okay. Oh, ja. Stoff brauchen wir noch, aber ich habe so ein Ding auch gerne in der Hand. So. Wir haben Häschen. Ja, raste mal aus. Das ist auch gut. Ja, ist ja gut mit euch. So, auf jeden Fall. Ja, was soll ich sagen? Außer dass er Nacki da rummelt. Das war's für heute. Schon wieder. Die Zeit verfliegt wie im Nu. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Und dann schauen wir uns mal an, was wir da haben. Könnte natürlich der Typ sein, der hängt. Weiß ich nicht. Hatten wir ja schon. Werden wir denn aber sehen. Also, lasst euch überraschen. Bis morgen. Ciao, ciao.